So Leute, willkommen zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Ich bin der Mango, falls ihr mich noch nicht kennt. Und heute ist der Flo dabei mit der Super Duke von Sören, aka Blackout. Richtig, geil. Geht aber nicht darum heute, sondern um die Witpelen 701. Ist ja ein bisschen ähnlich, oder ich sag mal so, vom Look her spielt die ja schon so in einer ähnlichen Liga wie jetzt die XSR 700. Und ich würde sagen, wir machen heute mal eine Probefahrt mit dem Ding, weil, ja, so ein bisschen selbe Klasse, ne, auch 700 Kubik knapp, ist aber ein Einzylinder, ne? Ist ein Einzylinder, also keine Zweizylinder. Ich bin mega gespannt, wie das Ding performt und ich würde sagen, wir schmeißen uns einfach mal drauf und gucken, was passiert. Also nochmal danke an David, dass ich dein Bike Probe fahren darf. Ja, let's go, sieht auf jeden Fall mega geil aus und eine Acra-Anlage ist dran. Ist das eine Komplettanlage eigentlich? Nicht. Okay, also im Prinzip ein Slip-On dann einfach. Ja, Schlüssel steckt schon. Ist auch schon an. Und let's go, oder? Mal gucken. Uff, Digga. WTF. Die fühlt sich richtig hoch an. Lol. Und unnormal sportliche Sitzposition. Ja, ich würde sagen, wir fahren einfach ein bisschen rum, ne? Ja. Fahr ruhig vor, ich fahr ein bisschen hinterher und probier so ein bisschen. Ja, ja, fahr ruhig. Ah, lol, die hat Ride-by-Wire. Das spürt man direkt. Also, ich muss sagen, sehr von der 701 Husqvarna die Supermoto abgeleitet. Aber die Sitzposition ist ja mal ultra sportlich. Also, man sitzt sehr aggressiv nach vorne gelehnt und ich muss erstmal hier den Blinker suchen, Alter. Der ist ja viel höher als bei der XSR. WTF. Krass, aber unnormal sportliche Sitzhaltung. Erinnert mich schon fast an eine Sportler, ehrlich gesagt, im Vergleich jetzt. Zu XSR. Bei der XSR sitzt du ja ganz anders. Also ich muss sagen, nur weil die jetzt ähnlich aussehen, die Ergonomie ist komplett anders. Das ist ein ganz anderes Bike. Es hat gar nichts eigentlich von der Sitzposition und auch von der Leistungsentfaltung, muss ich sagen, mit der XSR zu tun. Also die ist, das ist einfach ein anderes Bike, ehrlich. Der Einzylinder macht das nochmal ein bisschen wuchtiger, finde ich. Ganz anderer Sound vor allem. Und viel cleaner auch, ne? Also ich habe jetzt ja noch nicht warm gefahren, deswegen mal gucken, wie sich der Sound dann noch verändert. Da werde ich nochmal berichten gleich. Aber jetzt aktuell erinnert mich schon sehr an wirklich eine Einzylinder-Supermoto zum Beispiel. Jetzt hier SMCR, Husqvarna 701, sowas. Und was geht denn hier ab, Alter? Überflutungsgefahr, WTF, lol, krass. Junge, der Flo schüttelt nur noch den Kopf, Alter, richtig abgefuckt schon. Ah, geil, Alter. Ja, Mann. Also wirklich sehr, sehr sportlich. Ich weiß gar nicht, die Hebel. Also der Kupplungshebel fühlt sich sehr kurz an. Ich bediene den jetzt maximal mit drei Fingern. Mit dem vierten komme ich gar nicht mehr ran, also mit dem kleinen. Ich denke mal, die sind nicht Standard. Ich denke mal, die Originalen sind länger, aber vielleicht vertue ich mich da auch. Aber die Kupplung ist hier Magura? Das heißt, die ist, glaube ich, nicht Erstausrüstung, oder? Also wäre krass, sieht auf jeden Fall sehr high quality aus. Naja, und die Brembo-Bremse hier rechts auch natürlich, die packt richtig zu. Im Vergleich zur XSR deutlich stärker, deutlich stärker, also wirklich. Druckpunkt ist auch sehr schön. Oh, schön, also die Bremse packt richtig zu. Da muss man nicht mal so krass reinlangen. Ich denke mal, die hat ABS, werde ich aber jetzt nicht testen, da habe ich nämlich keinen Bock drauf. Und ja, das Fahrgefühl, wie gesagt, im Vergleich zur XSR, was ganz anderes, Leute. Also wirklich, das Ding hier ist deutlich sportlicher von der Sitzhaltung. Ich muss sagen, meine Beine haben vom Kniewinkel her gefühlt einen ähnlichen Kniewinkel. Wobei ich glaube, dass ich hier sogar ein bisschen mehr Platz habe für die Knie. Also für größere Menschen eventuell noch ein bisschen geiler. Aber du liegst halt viel mehr auf den Handgelenken hier, ne? Und boah, dieser Einzylinder, der pusht halt, ne? Ich würde mal gerne jetzt hier ein bisschen freie Straße haben am besten, damit ich hier mal einmal durchgasen kann, weil das fuckt ja richtig ab. Wie lange da vorne fahren, Alter? Geht ja gar nicht. Na kommt schon, Boys. Gib ein bisschen Gas hier. Und ja, Einzylinder kenne ich ja schon, ne? Von der SMCR. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das wusstet, aber ich bin, glaube ich, anderthalb Jahre oder zwei Jahre in der SMCR gefahren. Richtig geile Zeit, also da erinnere ich mich auch immer sehr gerne zurück. Und vom Feeling her muss ich sagen, so von der Motorcharakteristik erinnert mich ja schon sehr an der SMCR. Nur die Sitzhaltung sagt was ganz anderes aus, ne?
Ansonsten lässt sie sich auch genauso leicht in die Kurven schmeißen eigentlich. Oh, wir sind jetzt ja noch nicht viel schneller als 40 gefahren, also optisch muss ich sagen, richtig geil. Ne? Also dieser, die haben jetzt eher so einen modernen Look gewählt, bei der XSR schon so ein bisschen mehr Retro. Hier hast du halt viele Kanten und so, ne? Das ist ja was ganz anderes nochmal. Oh, und da ist schon die erste Katsche drin, ups, also nicht von mir, aber ne? Man sieht also, das Bike muss bei David auch ordentlich arbeiten. Boah, ein Zylinder ist da, Alter, krank. Boah. Boah, die zieht gut, Alter. Heftig. Geisteskrank. Ja, Mann. Yo, Alter. Also ich muss sagen, vom ersten Druck, wenn man jetzt so einen Gasstoß gibt, ist die schon echt sehr kräftig. Boah. Vergleichbar mit der XSR. Ich glaube, die XSR ist nicht so aggressiv am Gas wie die hier. Aber es ist jetzt ja auch nicht super viel mehr, aber man merkt es schon, ja. Ich bin ein bisschen sprachlos schon hier. Geiles Bike. Das Cockpit ist auch ähnlich gestaltet, auch so rund oder rundlich. Rundlich. Ansonsten, der Sound, der überzeugt mich nicht so, da gefällt mir der von der XSR besser, weil der einfach ein bisschen mehr so, ja, spuckt. Ein bisschen mehr so knattert. Das liebe ich also richtig an der XSR. Aber das Ride-by-Wire ist natürlich richtig geil, ne? So, jetzt frage ich mich nur noch, ob die auch im zweiten in Power Wheelie geht. Und vielleicht probiere ich so ganz kleine Lupfer, einfach nur um es zu fühlen mal. Aber ich muss sagen, es tut schon. Es tut schon an den Händen weh, jetzt hier in dieser abgestützten Position die ganze Zeit zu fahren. Und das sind jetzt erstmal die, keine Ahnung, ersten 10, 15 Minuten. Ich sag mal, auf der XSR sitzt du halt so, ne? So viel entspannter. Hier liegst du ja richtig drauf, ne? Das sind auch nur so Lenkerstummel hier. Also schon sehr sportliche Sitzhaltung. Und auch viel deutlich höhere Sitzhöhe. Ich hoffe, ich habe gerade nicht so viel Scheiße gelabert. Sitzhöhe ist auf jeden Fall deutlich höher. Bei der XSR kann ich meine Füße komplett auf den Boden absetzen. Also von Hacke bis Fußballen. Und hier auf der Wittpillen muss ich sagen, ist es viel angenehmer, nur auf den Fußballen zu stehen. Weil es schon ein bisschen zu hoch für mich ist, mit den Hacken drauf zu stehen. Also deutlich höhere Sitzposition, ganz andere Ergonomie. Spielt vielleicht in derselben Klasse dieses Bike, ist aber vollkommen anderes Bike. Also es hat eigentlich nichts mit der XSR zu tun. Gar nicht. Boah. Boah. Alter Schwede, das war einfach mal so Power Wheelie gezogen. Ah, der vierte Gang ist ein bisschen schwach bei 80 km/h, aber ich drehe auch nicht so hoch. Boah, sonst geht die aber echt schon gut, muss ich sagen. Nur für mich ist die Sitzposition, glaube ich, auf Dauer zu anstrengend. Optisch aber sehr geiles Bike. Halt auch mit dem LED vorne und so ist schon sehr sexy, ne? Und ich glaube, hier sind auch ein paar etwas hochwertigere Teile verbaut. Also falls nicht natürlich die Brembo-Bremse, beziehungsweise hier der Brembo-Bremszylinder und so Erstausrüstung ist natürlich geil. Und die Magura hydraulische Kupplung. Apropos hydraulische Kupplung hast du hier natürlich auch, ne? Also das ist auf der XSR natürlich auch nicht verbaut. Da haben wir einfach nur einen Bautenzug. Und hier haben wir noch eine hydraulische Kupplung. Das macht das Kuppeln natürlich unglaublich viel leichter. Also wirklich viel leichter. Aber soundtechnisch mit dem Acra, muss ich sagen, überzeugt nicht so sehr. Auch Lautstärketechnik technisch finde ich den gar nicht so laut. Da war die SMCR mit dem Leowitz deutlich lauter. Da verweise ich nochmal an ein altes Video von mir, wo ich durch Düsseldorf gefahren bin mit meinem Leowitz nachts. Sehr, sehr cooles Feeling. Und check das mal ab. So, Kurvenverhalten. Würde ich sagen, jetzt ist durch die Ergonomie, durch die Sitzposition nicht so ganz dieses Reinschmeißen wie bei der XSR, sondern eher so ein schon so ein Reinlegen, Reindrücken. Wobei das noch nicht so ein krasses Drücken ist. Also das ist noch wirklich ein sehr leichtes, also man kann sich schon noch so reinschmeißen, würde ich behaupten. Aber die Sitzhaltung deutlich sportlicher. Also man will hier wirklich nach vorne und Gas geben. Das ist einfach bei dem Bike hier so. Weil du einfach auch wirklich nach vorne gelehnt bist.
Da, das Bike will dich so nach vorne pushen, du willst Gas geben. Und ich muss sagen, ich fühle mich hier mit dem Motocross-Helm komplett falsch. Also das hat, die Sitzposition hat nichts mehr mit Motocross-Helm oder so zu tun. Obwohl das hier ein Einzylinder ist, der ja wahrscheinlich von der Supermoto stammt, ne? Also wirklich interessante Kombi, die sich da Husqvarna ausgedacht hat. Dieses Bike in dieser Optik, mit dieser Ergonomie, mit diesem Motor. Also sehr, 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 sehr ungewöhnliche Kombination. Oh. Aber geil, wirklich. Hammerbike, macht richtig Spaß. Aber für mich, glaube ich, nicht so für Touren. Mehr so für diese, falls ihr geile Heimstrecken zu Hause habt, kurze Spritztouren gedacht eher. Ich muss sagen, die Details hier an dem Bike sind schon ganz geil, also schon geil gemacht. Gerade weil hier vorne auch mit Pillen draufsteht und so, schon cool. Also auf der XSR hat man auch sowas, auch so kleine Details, die geil sind, aber hier auch sehr schön. Und was mir hier an der Pill natürlich besser gefällt, ist, der Scheinwerfer guckt nicht so hässlich nach vorne raus, sondern ist ein bisschen so unter dem Tacho versteckt. Finde ich persönlich schöner. Ein bisschen kompakter, minimalistischeres Design. Sehr geil. Generell ist das ja schon ein designtechnisches Meisterwerk. Ich werde das Bike gleich auch nochmal aufnehmen, dann könnt ihr es am Anfang mal sehen. Upside-Down-Gabel verbaut. Ja, Mann. Oh, aber nur einseitige Bremse. Ja, kann sein. Weiß ich gar nicht, ob die das hat. Ah, daran kann es natürlich liegen, dass Traktionskontrolle an ist. Ah, gar nicht dran gedacht. Weil die XSR hat zum Beispiel auch keine Traction Control, also keine Traktionskontrolle. Dann ist natürlich kein Wunder. Weil ich komme ja gar nicht hoch beim Wheelie. Außer hier. Oder? Ja, doch. Boah, die Knöpfe sind ja richtig scheiße. Das gefällt mir gar nicht. Ja, TC ist aus jetzt. Ah. Ich wundere mich schon die ganze Zeit. Das kommt davon, wenn man keinen TC hat. Boah, geht die schnell hoch. Geisteskrank. Alter Schwede. Heftig. Wow. Ach, die hat 100 Pro auch Anti-Hopping. Das merke ich gerade, wenn ich Gas gebe und vom Gas runtergehe. Ja, ja, die hat. Oh, fühlt sich das schön an mit Anti-Hopping. Ist ja mal richtig geil. So eine Anti-Hopping-Kupplung, für die es nicht wissen. Wenn ihr runterschaltet zum Beispiel und einfach von der Kupplung geht, dann wird die Motorbremse weich eingeleitet. Um es mal einfach auszudrücken. Was vermieden wird dadurch ist, dass wenn ihr mal hart schaltet, also wirklich im Race-Mode seid, dass dann euer Reifen nicht blockiert. Sondern dass der halt wirklich smooth die Motorbremse annimmt und dann damit fangt nicht an aus Versehen zu driften. Das ist es nämlich. Weil wenn ihr keinen Anti-Hopping habt, das ist mir letztens passiert, als ich Hardkurven gefahren bin mit der XSR oder hart mehr oder weniger auf der Tour, und da habe ich mich einmal ein bisschen verschätzt und habe sehr hart geschalten und die Kupplung einfach schnalzen lassen. Und da ist es mir passiert, dass ich beim Einleiten in die Kurve rein angefangen habe mit dem Hinterrad zu schleddern bzw. zu driften. Extrem gruseliges Gefühl, Leute, für die es unerwartet dann trifft. Nicht so geil, und mit Anti-Hopping wird das eigentlich so gut wie vermieden. Das ist halt echt nice. Ja. Ey Leute, gönnt euch mal hier das Kamera-Rig, Junge. Auf dem Audi einfach. Krass, geil. Kann man just for fun gucken. Boah, die geht instant so hoch, Leute. Das ist der Einzylinder, ohne Scheiß jetzt. Das ist ja mal wieder was ganz anderes. Ich finde bei der XSR, der Zweizylinder geht so viel angenehmer in den Wheelie rein. Und der Einzylinder ballert dir da komplett weg, Alter. Das ist richtig krass, Mann. Ungelogen. Heftig. Vielleicht liegt es aber auch an der Sitzposition, weil man hier halt wirklich sehr nach vorne gelehnt sitzt. Das kann ich echt schwer einschätzen dann, wie ich das dann so umsetze im Prinzip. Das Bike macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Es ist ein sehr schönes Bike. Ich denke mal, das ist Custom hier alles. Dennoch extrem schönes Bike, extrem gut, ja, wie soll ich sagen?
extrem viele Premium-Bauteile, beziehungsweise man hat ja an viele verschiedene Sachen auch gedacht. Das finde ich sehr, sehr gut. Anti-Hopping, Ride-by-Wire, Upside-Down-Gabel, optisch sehr schön halt, LED-Scheinwerfer vorne. Heck ist kurz gerade, nee, ist ein langes Heck, hässlich. Ja, das Design halt, dieses moderne Retro, also richtig modernes Retro, auch richtig geil. Harte Kanten, trotzdem weiche Übergänge, sehr schön. Ja, geiles Bike, Leute. Also, in dem Sinne würde ich sagen, beende ich den Vlog mal hier an der Stelle. Ich hoffe, euch hat das gefallen, die Probefahrt. Und vielleicht fahrt ihr auch mal so eine Wittpillenprobe. Und dann erzählt mal gerne in den Kommentaren, wie ihr das fandet. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer Mango. Bis dahin. Ciao.